die ganz großen Dinge bewegen. Für Carsten Drews ist das kein Problem, sondern Alltag. Bei Mercedes-Benz in Cottbus ist der 46-Jährige für Lkw und Busse zuständig. Schon seit 21 Jahren kümmert er sich um die Fahrzeuge mit dem Stern. Egal ob Reparaturen oder Aufbauarbeiten, Carsten Drews kennt jeden Mercedes in- und auswendig. Und wenn man eine Arbeit gemacht hat, man sieht, was man geschafft hat. Zum anderen ist natürlich auch die Herausforderung mit dem Kopf, dass man schwierige Diagnosen stellen muss heutzutage sicherlich auch. Es ist alles sehr kompliziert geworden, Elektroniken, Vernetzungen, und die fordern einen schon richtig heraus. Für Carsten Drews war und ist es deshalb selbstverständlich, sich weiterzubilden. Nach der Wende nahm er an vielen Lehrgängen teil, um die neue Westtechnik zu verstehen. 2003 folgte die Ausbildung zum Diagnosetechniker. 2008 reifte bei Drews dann der ganz große Traum. Er entschied sich noch einmal für 3 Jahre die Schulbank zu drücken und Kraftfahrzeugtechnikermeister zu werden. Und das mit Erfolg. In diesem Jahr schloss der 46-Jährige die Meisterausbildung als Bester im gesamten Cottbuser Kammerbezirk ab. Ja, am schwersten war die zeitliche Herausforderung. Die müssen sich vorstellen, ich arbeite in Schichten. Seit 20 Jahren bin ich auch im 24-Stunden-Service aktiv. Und neben der Arbeit bin ich auch noch ehrenamtlich in der Handwerkskammer aktiv. Und dazu kommen natürlich Frau und Kind, die einen auch ab und zu mal sehen wollen. Und das alles zu organisieren, war eigentlich am schwierigsten. Viel Rückhalt und Unterstützung bekam Carsten Drews dabei von Ehefrau Jana und Tochter Pia. Die Familie ist für den Handwerker gleichzeitig das größte Hobby. Zusammen verbringen sie so viel Zeit wie möglich. Zum Beispiel im wiedereröffneten Weltspiegel. Die Begeisterung für Kino und Filme kommt aber nicht von ungefähr. Denn Ehefrau Jana leitet die Öffentlichkeitsarbeit im ältesten Kinozweckbau Deutschlands. Einen freien Kopf von der Arbeit holt sich der frisch gebackene Kfz-Meister aber auch beim Radfahren. Und die 1,90 Meter Körperlänge kommen Drews hier zugute. Mit langen Beinen erreicht man große Ziele eben schneller. Im Autohaus Cottbus ist der Kraftfahrzeugtechnikermeister mittlerweile ein gefragter Mann. Mit seiner Berufswahl ist Carsten Drews jedenfalls sehr zufrieden. Ich glaube schon. Also sicherlich gibt es heute auch noch viele andere Möglichkeiten, aber das ist sicherlich etwas, was ich durchaus wieder machen würde, auf jeden Fall. Und so wundert es nicht, dass Carsten Drews das nächste große Ziel bereits vor Augen hat. In etwa 2 Jahren wird er den Arbeitsplatz vom bisherigen Werkstattmeister Rüdiger Urbanschik übernehmen.